Also, deine Idee ist es jetzt, den größten Zug aller Zeiten zu bauen, dass wir im Endeffekt einen endlosen Zug haben, der sich endlos in einer Endlosschleife durch den endlosen Void zieht. Ja, Aber also was hätte denn das für einen Sinn? es wäre dann wie da hier diese komische, da ist doch so ein Drache im Nebel irgendwo. Ja, und der ist auch endlos. Ja, Und der beißt du willst sich wieder immer Drache selbst werden. in Also du den willst haben, Po. dass sich unser Zug Ja. quasi selbst in den Schlong dippt. Ja, es wäre gut, so ein geschlossener Kreislauf zu. So. Boah, boah, was ist jetzt los? Hab das hier nochmal erweitert. Wir wollen ja hier so einen Megazug. Du sagst ja die ganze Zeit, ey, gib mal einen Megazug. Okay, da müssen wir jetzt aber mal langsam auch Holz für den Boden sammeln, hä? Ja, wir haben doch noch ein bisschen Holz. Guck mal, Warte mal, hier ich hab liegt hier. voll viel rum noch. Dann hol doch mal Holz. Holen Sie mal Holz ran. Pilz, Holz, alles liegt hier rum. Zack. Zack, Chemikalien. zack, zack. Liegen auch noch Zack, zack, Samen. zack, Ich weiß zack, nicht, ob zack, die, zack. Samen wichtig sind. Also hier haben wir noch ein bisschen Holz in der Kiste. Holz in der Kiste. Warte, jetzt muss ich erstmal hier. Also wenn du Hier noch ist noch. Holz hast, kannst du hier drauflegen. Und Das fünf. wird. Ich weiß halt nicht, Hier kann rein ich noch theoretisch könnten wir das Pilz nochmal hintun. erweitern. Weißt du, wir könnten rein theoretisch. Alter, wie viel Metall? What? 10 Scrap Metal habe ich eben gerade bekommen. Und ich kann auch an die Slotty Machine. An Captain What? Slotty. Captain Slotty? Captain Slotty Slotty Machine. Ich bin Captain Slotnik. Hä? Wieso kann ich kein Holz hier legen? Ach so, doch. Boden Haben wir ist überhaupt fertig. genügend Holz? Und ich habe jetzt richtig dick hier Eisen. Richtig dick Eisen. Haben wir jetzt mal geguckt wegen den. Da hinten lagen noch Samen rum. Samen. Hast du die mitgenommen? Ne. Hier. Pepper Seeds. Ja, aber Paprika. wie bauen wir das an? Wir müssen hier weiter forschen. Komm, hier fehlt immer noch eine Sache, glaube ich. Ja, hier. Ja, machen wir das jetzt mal als nächstes. Die Frage ist halt, wollen wir jetzt noch hier bleiben und den Zug noch einmal erweitern? Weil rein theoretisch wäre Gut, es aber noch möglich. für was? Wir brauchen jetzt erstmal nicht mehr Platz. Nee, es wäre ja kein Platz. Wir upgraden jetzt Weil hier hier ist dieses ja. Abteil und irgendwann entsteht dann wohl eine Kabine und sowas alles. Also die Leute haben Ach so, gemeint, ein immer, Upgrade. genau, wir upgraden immer weiter und Ja, wenn es irgendwann geht, mach. Ne, so, was soll schief gehen? geschieht hier irgendetwas. Was soll schief gehen am Ende im Endeffekt, ne? Aber ich frage mich, wie upgradet ihr hier vorne, wenn hier Sachen draufstehen? Oder müssen wir dann Vielleicht. irgendwann umziehen nach hinten? Wahrscheinlich müssen wir dann umziehen oder so. Huh. Wo Haben wir ist noch denn. Schwuddel? Was, Schwuddel? Holz? Ah, ich habe noch 5 im Inventory. Okay, dann So, nutze ich jetzt guck mal mal. hier das Holz. Mal 4 noch rein. So. Dann schmelzt die hier noch rum. So, ich mache jetzt erstmal noch mal hier. Davon brauche ich 2 Stück. Eight, dann brauche ich noch einen Draht und einen Bolzen. Haben wir noch normale Iron Bars? Naja, vorne. Neben dem Ding. Hier sind drin. Hier sind drin. Ja, warte. Ich muss meine Taschen mal leer machen. Wir haben so viel Iron. Naja. Oder wir fahren halt noch eine Runde. Kann ja nicht schaden, Ja eine gut, Runde noch nicht zu fahren. dann löse ich hier mal eine Bremse. Wow! Mache ich hier noch Iron rein. Einen Draht und einen Bolzen brauche ich noch. Oh, ist gerade ganz dunkel. What? Ah, okay. Ja, wir sind ja auch im Übergang. Aber was macht der kleine Wichtelmann hier? Ich meine, wir haben ihm jetzt einen Builds gegeben. Ich weiß noch nicht, was er macht, der Wichtelfrosch. So. Create. Jetzt brauche ich einen Draht. Kreieren wir das mal. Jetzt sind wir wieder in so einer Green Zone. Wir sind in der neuen Green Zone. Und ich Hier brauche ist auch wieder so ein Bolzen. Wichtelosaurus. Wichtelosaurus? Ah, hier ist so ein Schweinshai. So ein großer. Eine Schweinehai. Oh! Der ist böse. Er will beißen. Weil ich will halt endlich mal haben, dass wir hier so einen schönen Antrieb haben, damit wir halt wirklich sausen. Richtig schön durchsausen. Muss man Die irgendwie Netze, die fangen dann alles auf. mein Holz Ach, loswerden hier ist noch hier. so ein Entenjochel. Und ich würde gerne mal wissen, wie ich mein
Okay, der hat Fleisch nur gedroppt. Warum ist nicht unbedingt, wie ich mein Revolver verbessern kann? Weil wir haben jetzt hier so Sachen gefunden. Schlitten und Magazinerweiterung alles und alles. Voll. Ist auch alles voll. Ich sag ja, wir bauen mehr Kisten. Wir bauen viel mehr Kisten. Sterilizer mal wegpacken, das kann ich mal essen hier. Auch wenn du Glühwürmchen siehst, wow! Was war das? Oh, der hier. Wenn du Glühwürmchen siehst, ne? Nicht vergessen. Da können wir lang. Sind die nur gelb oder? Okay, weiß ich nicht, aber es sind auf jeden Fall kleine, fluppelige Glühwürmchen. Ein Aggression Indicator. Was bringt der? Keine Ahnung, ich habe ihn aber jetzt erforscht. Ist der Kleine schon wieder high? Hast du ihm Pilz gegeben? Nee. Warum hat der den Mund so offen? Ist er schon wieder auf dem Trip? Haben wir uns jetzt irgend so einen Junkie angelacht? Weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht will er einen Pilz. Ich gebe ihm mal einen Pilz und gucke, ob irgendwas passiert. So, jetzt ballert er sich den Pilz rein, schmatzt ihn und ist drauf. Aber warte mal hier, was ist das? Metall? Hä, der sammelt Sachen ein oder wie oder was? Da war Metall in seiner Klappe, in seiner Babyklappe. Aha, okay. Vielleicht müssen wir den irgendwie sammeln lassen und ihm dann den Pilz geben, damit er uns die Sachen gibt oder so? Ich weiß es nicht. So. Was sind denn das hier für komische Nussfelsen? Schau mal hier. Die Nussfelsen. Na, hier sind doch so Nutty-Felsen. Ja, Nuss. Ja, stimmt. Alter, das sind bestimmt Eier. Von dem Hai. Hinten ist er. Highballs? Highball Paul. Highball Paul, der war krass, ey. Mit Wodka durchs Auge getrunken. Guck mal, ist da drüben vielleicht irgendein Weg? Ich glaube, da kommt was, wo man lang kann. Oder? Nee, nee. Nee, das so. Sieht anders aus. Powder habe ich jetzt geforscht. Powder machen hier, warte mal, was das? Was ist für was denn Powder gut? Zweimal Feder, zweimal Kupferdraht brauche ich noch. Ja, Kupfer haben wir, glaube ich, noch hinten ganz gut. Ja, ja, habe ich auch gerade in der Tasche, eh. Hier zweimal. Wir müssen halt gucken, dass wir die ganzen Sachen vorne mal ein bisschen so nach hinten räumen, weil vorne ist echt ekelhaft, sich zu bewegen. Ja, 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 ja. Ja, jetzt haben wir langsam genug Platz. Zweimal Spring. Ja, Platz haben wir jetzt auf jeden Fall. Jetzt ist es ja schon echt angenehm. Ja, aber der Kleine ist jetzt auf einem wilden Trip. Hat sich weggeballert. Hat sich weggebimst. Ja, im Moment haben wir auch keine Queste, ne? Nee, einfach überleben. Wahrscheinlich müssen wir den Zug erstmal weiter. Wir bauen halt so eine richtige Lok. Und so ein Powder. Weil ich glaube, der Fight kommt erst dann, wenn wir so eine richtig schöne Lok haben. Eine Chemie, ein Holz. Okay, und zack ist das Holz wieder weg, alles. Naja, Holz geht schnell. Ich bin aber schon dabei zu sammeln. Ein Chemical hier. Hier irgendwo ein Holz rum, spontan. Ich leg dir mal Holz vorne in die Kiste rein, neben dem Labor. Ah, okay. Da ist jetzt 5 Holz drin. Ja. Brauche ich auch. So, hier ein bisschen Holz. Schrott ist auf einmal irgendwie so viel geworden. Davor war Schrott so selten. Was ist das für ein Geräusch? Ja, stopp, stopp. Oh, ja, da ist was. Da geht's lang. Aber dann müssen wir unsere Taschen diesmal komplett leer räumen, ne? Ja, ja, Taschen leer räumen. Warte, ich muss aber eben hier. Haben wir noch einen Eisenbarren? Ja, irgendwo haben wir noch einen vorne, Eisenbarren. Vorne, neben der Schmiede. Und guck, dass du dich voll frisst. Ich habe gerade mal eben hier die komplette Research-Stufe noch gemacht. Können wir schon irgendwas Tolles machen? Was gab's denn da jetzt so alles? Schießpulver, eine Waffenschmiede. Oh, die Waffenschmiede wäre interessant. Oh. Alter, hier, der kaut uns unser Schiff an. Ich glaube, wir können nicht weg, wenn der hier an unserem
an unserem Zug rumlungert. Nee, das ist schlecht. Oh. Der will's wissen. Der will's wissen. Wir gucken ihn doch an. Willy. Zweimal Zeug. Komm her, du Drecksvieh. Warte, warte, so ist zu weit weg. Ah, egal, wir schwimmen ja eh hin. Ja, wollte ich gerade sagen, kannst du eh. Jetzt müssen wir mal eben gucken, haben wir noch, haben wir noch dieses. Alter, wie viel Schrott wir haben, wir müssen es verarbeiten. Das Zeug, zwei, separaten. So, jetzt mache ich uns noch was. Repairing, wir müssen irgendwas reparieren. Da, bei mir steht. Ja, der ist ja hier irgendwo reingebissen. Oh, wo sind meine Bolzen da? Er hat da nämlich reingebissen, jetzt müssen wir hier. Hast du überhaupt genügend Hooks? Huckeducks habe ich auch noch ein paar, aber ich müsste noch ein paar machen. So, ich Junge. Ich noch drei Huckeducks. Ihr Leder. Oh! Noch eine neue Dekoration: Geländer. Oh, guck mal hier: Leather Suit, ja, Armor. Ja, den Leather Suit will ich jetzt gerade machen. Da brauche ich aber zwei Bolzis für. Müssen uns mal so eine Waffenschmiede dann auch herstellen. Ja, müsste ja gehen jetzt. Und vier Leather. Leder haben wir ganz viel irgendwo, das weiß ich. Da. Ach Quatsch, ich brauche den anderen Stapel. Ja. So, ich mache jetzt super viel Eisen. Vier Leather, ich brauche die Bolzen. Wo hat man nochmal die Haken gemacht? Hier an der Werkbank, ne? Ja. Also ich habe noch 7 Haken in der Tasche. Oh, ich mache hier noch eine Ladung. Ich habe nur noch 3. Hammerplate. Oh, geil, der hat Fett gedroppt. Eisen. Man freut sich immer, wenn man Fett findet, ne? Fett ist immer gut, ja. Notfalls ist es nämlich auch ein guter Brennstoff. Research. Ey, wir haben aber so super viel Leder. Wir hängen so researchmäßig hinterher. Research Table. Oh, und hier. Brauche ich noch 3 von diesem Essenszeugs. Brauchen wir 5er-Pack. Wo ist das Zeug? Was ist hier mit Gustav Stramm? Der verlangt nach Drogen. Also gib mir mehr Drogen. Ich brauche mehr Drogen. Muss das gegrillt sein, das Essen? Keine Ahnung. Guck doch, wie es aussieht. Ja, es ist, glaube ich, gegrillt. Das, dann muss ich das mal eben noch grillen. Food. I try to eat my food. Aber wir nix haben Holz. Vielleicht sollte ich schon mal mich in die Richtung hucken. Ich weiß nicht, aber ich grill schon mal eben noch. Ich huck mich mal da in die Richtung von dem. Wie kann man sich denn jetzt einen Anzug herstellen? Ja, erstmal müssen wir ihn erforschen und dann brauchen wir wahrscheinlich hier so eine. Ist doch schon längst erforscht. Ja, dann brauchen wir wahrscheinlich so ein Ding. Ich bin jetzt gleich schon auf der nächsten Forschungsstufe wieder. Dann brauchen wir wahrscheinlich so ein. Ich hab jetzt 1, 2, dann 3 Forschungsstufen. So eine Fabrik, so eine Waffenfabrik oder sowas. Mal gucken, ob er da irgendwie drin ist. So, Grilled Organics habe ich. Damit kann ich jetzt hier hingehen. Mal sehen, was so da hinten lauert. Ich glaube, es ist wieder so eine Hexenhütte. Ich mache uns hier schon mal einen Weg. Holz, Doppelbolzen. Okay, warte, was habe ich denn jetzt? Kann ich mein Inventar ein bisschen leerer? Ach, da ist ja eh nichts drin. Ein Holz noch, ein paar Samen. Also ich bin jetzt tief drin. Die merkwürdigen Waffenteile, ob wir die brauchen? Ja, die brauchen wir an der Waffenwerkbank. Lass sie mal bitte in der Kiste. Ja, als würde ich die jetzt wegräumen. So, oh komm, ich schmeiß in den Müll. Ja, es klang eben so. Es klang so, als würdest du sagen, ey, hab den Müll damit. Den Dreck, den braucht doch niemand. Alter, was ist das denn hier? Ein Vogelhaus. Vogelhaus, ey, deep in the void. Deep in the void gibt's Vogelhaus. Die Glühwürmchen zeigen den Weg, oder wie? Ja, ich habe hier schon alles gehuckt. Du musst eigentlich noch meinem Way of Hook folgen. Was ist das hier für ein Baum? Volles Geäst und alles.
gibt's wieder eine Hexenkiste, oder? Bestimmt. Bestimmt gibt's da wieder so ein klassisches Hexenrätsel. Ja, da hinten sehe ich eine Ballo. Ein Hexenball. Okay, hier schwimmt so ein bisschen Schrott. Hier ist auch noch ein Ball. Ja, aber diesmal ist es leider nicht so leicht zu erreichen. Da hinten ist ja auch noch ein Haus. Ja, ja. Geh mal in die Richtung. Mist. Ah, ich habe keine Greifhaken mehr. Also hier ist definitiv auch noch irgendwas. An den hier unten komme ich da nicht. Hinten? Aber es... Ja, da hinten ist bei dir auch einer, ja. Hä, wie bist du da hingekommen? Wo hast du den Zwischenhaken geschossen? Ah, hier. Komm ich ran. Die werden doch so angezeigt. Da hinten ist wieder irgend so ein Rätsel. Das ist auch wieder so ein kleines komisches Vieh, ne? Ja, ja. Rätsel, Hexenball. Hol mal hier raus, so. Der alte Baba-Ball. Unten am Jaga-Ball. Baba Yaga. So, guck mal, hier sind Symbole in dem Haus. Eine Hexe. Warte. Was ist das da? Ein Mann mit Bartlett? Mit Sonnenbrille? Okay, das... Uff, das... Du musst nach dem gehen, was das Vieh da singt. Hier sind noch mehr. Hier ist ein Mann mit Rad und eine... Ja, hier habe ich auch so einen komischen Dude. Ein Spargel. Mal hören. Also eine Ente hat er schon mal nicht. Hör mal genau hin. So eine Art Kämpfer. Das könnte der hier sein. Wo ist denn noch eins? Wo ist das letzte? Eins fehlt noch. In jedem sind zwei. Oder nicht? Ich hab's. Hier. Ah. Der Riddle Man! Der Riddle Man! Holzkiste. So, Holzkiste. War auf deiner Seite hin? Ja, ja, definitiv mehr, ist da was, aber ich komme nicht hin, weil ich keine Haken mehr hatte. Ach so, ich habe noch 5. Meinst du, die reichen? Ja. Da kommst du mit hin. Jetzt komme ich da wieder nicht ran. Hä? Jetzt. Ja, hier durchs Haus. Ich glaube, ich war's. Wo habe ich die Kugel schon gesehen? Nee. Doch, ich bin auf dieses Ding da unten. Da ist nämlich noch so ein Teil. Guck mal, hier kannst du rein. Und hinter dem Haus habe ich irgendwo die Kugel. Ja, hier. Hier unten ist die Kugel. Da siehst du sie. Wenn du da runter guckst. Siehst du sie? Ja. Da musst du hin, da muss ich hinarbeiten. Ich gehe jetzt zurück zum Schiff, weil ich muss abliefern. Dann schwebt mir die Kiste weg, wenn ich die drop, um irgendwas zu machen. Ich kann ja nicht schießen oder so. Da musst du ein Symbol wahrscheinlich wieder finden und dann... ja, muss das Symbol überall rein, wenn es wieder sowas ist. Der... Weiß ja, ich guck mal, was da für ein Rätsel ist. Sind das wieder diese Drehdinger? Das sind wieder so drei so Drehdinger. Da musst du wieder irgendein Symbol finden. Da sehe ich schon eins, ein Tintenfisch. Ja, dann ist alles Tintenfisch. Muss jetzt alle auf Tintenfisch machen. Muss erstmal hinkommen. Das war ja das Easy Riddle. Hier sind nicht so viele Eiterbeulen. Ja, diesmal ist es deutlich schwerer, ne, an die Sachen ranzukommen. Davor hatten wir so richtig schön viele Space-Hoden. So. Alles klar, ich bin wieder am Zug. Klingt denn hier? Was ist denn das? Ah, Home Sweet Home. Ein paar Organics sind noch hier. Moment, mit F kann ich das Ding auch placen. Hä? Ich habe die Kiste dupliziert.
Ich habe die Kiste dupliziert. Ja, ich habe die Kiste dupliziert. Wir hatten gerade schon so ein Holzkistenproblem. Ich habe die Kiste dupliziert. Und er hier ist gierig nach Schmeckel. Oder war jetzt ein Tintenfisch, aber ich habe alle drei Tintenfische gemacht und es hat nicht geklappt. Hm. Ja, gibt's denn dann noch eine weitere Stufe? Also irgendein anderes Symbol? Oh ja, der Fett gedroppt. Ja, gib mir Fett. Kleiner Junge. Irgendwas stimmt hier nicht, weil geht nicht. Ich kann dir nicht helfen. Keine Ahnung. Ich nix wissen. Ah, hier geht die Rüstung an der Schmiede. Die kostet Leder und Bolzen. Ist ja gar nichts. Bauen wir mal eine. Leder haben wir ja genug. Leder und Bolzen. Also wenn wir von einer Sache sehr viel haben, dann von Leder. Ja, das ist aber dann auch schnell wieder weg. Zwei Rüstungen gebaut, dann ist die Hälfte schon weg. Nee, wir haben 20, 25 Leder. Die braucht 4. Die Frage ist halt, kann man die Rüstung reparieren? Oder halt neu bauen. Das ist ja... Ja, aber wenn man sie reparieren kann, wäre es wahrscheinlich eine billigere Option. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich krieg das Ding hier nicht auf. Ja, komm zurück. Da ist definitiv das Tentakel-Symbol. Anderes sehe ich hier nicht. Da musst du zurückkommen. Aber da ist eine Kiste drin mit Kram. Ja. Muss ich da irgendwas erst akzeptieren oder... irgendwo was drücken? Nein, du musst die alle auswählen mit dem Revolver und dann, wenn die alle richtig stehen, und dann weg. Geht nicht. Habe ich jetzt eine Rüstung an? Boah, geil, ein Backpack. Kriege ich das Backpack? Das will ich haben. Weiß ja nicht, ob hier vielleicht... Das haben wir noch gar nicht geforscht. Nee, haben wir noch nicht. Ich habe jetzt, wie gesagt, 3 Stufen geforscht oder so und dann sind wir hier runtergeflogen. Was hätte ich noch weiter gemacht? Oh, Durst-Upgrade. Ja, gut, dann haben wir keine Kiste. Grappling-Hook. Ja, ich weiß nicht, was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber keine Ahnung, haben wir beim letzten Mal irgendwas noch bestätigt oder so? Muss ich irgendwo drauf? Nein, wir haben nichts bestätigt. Wir haben einfach nur die Sachen ausgewählt, fertig, bumm, bam, gewonnen. Ärgert mich halt, dass das nicht geht. Tja, wir haben halt keine Kiste jetzt. Ich hätte schon gern die Kiste. Ja, ich auch. Ich will jetzt den Rucksack erforschen. Dafür brauche ich 2 Holz und Wire. Mr. Wire! Gott, wir haben schon wieder nix Holz. Ja, hier in der Kiste könnte Holz sein. Aber das geht nicht. Ich muss das nur... Das hier links, Mitte rechts und da sind noch irgendwo welche versteckt oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das Rätsel der Kiste. Aber die Folge ist auch schon quasi wieder rum, ne? Das ist auch noch so ein Faktor. Irgendwo. So, was brauche ich denn noch für den Rucksack? Bolzies. Bolzies, nix Problem, haben wir ja genug. Create. Nee, da ist definitiv dieser Kraken drauf. Es ist nur dieses eine Ding. Ja, vielleicht ist sie wirklich verbuggt. Vielleicht ist sie broken. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich erforsche jetzt hier gerade den Rucksack.
Dann können wir schon mal mehr rumschleppen. So, wir haben Rucksack gelernt. Und Rucksack benötigt. Halt wieder den ganzen Kram. Okay, ich habe kein Holz mehr. Wir müssen halt jetzt gucken, dass wir nochmal ein bisschen Holz finden. Bei der nächsten Station. Ne, hier geht nichts. Keine Ahnung. Was ist, wenn es eine Goldkiste ist? Schwarm. Ja, ja, aber... Kann sein, dass sie kaputt ist. Ich meine, ich habe eben gerade eine Kiste dupliziert. Wie auch immer. Kommst du zurück? Ja, 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 ich muss aber jetzt hier außen rum, weil... Blinkt was. So, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine kleine Bewertung da. Beim nächsten Mal gucken wir, dass wir den Zug ausbauen. Krebs und Stern. Jetzt habe ich sie. Okay, jetzt müssen wir natürlich noch wissen, was das für eine Kiste ist. Es ist, warte, es ist Tentakel, Hummer und Stern. Haha, gut, dass ich hier nochmal geguckt habe. Und, ist es eine goldene? Weiß ich noch nicht. Ich muss ja erstmal wieder hin. Komm schon, ja. Es ist ein bisschen rar an Ringen hier gesät. Was hatte ich? Tentakel, Hummer, Stern, ne? Tentakel, Hummer, Stern, Tentakel, Hummer, Stern. So, hier habe ich noch Leder. Wir haben echt viel Chemie. Jetzt ist nur die Frage, ist es Tentakel, Hummer, Stern? Geht schon mal nicht. Ich, keine Ahnung. Dann ist es vielleicht Stern... Boah, geil, der kleine Mann hat mir eben drei Scrap Metal zugedealt. Nett. Voll der nette Dude. Tentakel. Und ich hatte Stern, schon vor, dich Hummer. Zu töten. Da hast du mal wieder Glück gehabt. Stern. Hummer Tentakel geht auch nicht. Oder muss man die irgendwie nacheinander alle drei machen? Ich, wie gesagt, keine Ahnung. Ich hänge jetzt hier fest. Hättest jetzt in den 5 Minuten, 10 Minuten, wäre ich ja dreimal hin und her gefahren schon. Was soll ich denn machen? Mal gucken, ob du eine Idee hast. Alles klar, ich komme zu dir und werde das Rätsel rätseln. Tentakel, Hummer, Stern. Oder Hummer, Hummer, Hummer. Also letztes Mal hatten wir einen Fisch und dann war es das ja. Ja, ja, letztes Mal Fisch und das war's. Aber diesmal... Ich habe definitiv jetzt drei Symbole gefunden. Diese Kiste scheint dich im Schlaf noch zu verfolgen, ha? Huh? Ich hätte sie halt einfach gern. Moment, ich bin auf dem Weg. Weißt du, das ist für die Gruppe. Mir alleine jetzt da hinten eine Rüstung zu basteln, bringt mich auch nicht weiter. Ich habe für die Allgemeinheit den Rucksack erforscht. Oh, wow. Lass mal gucken, wie ich da jetzt hinkomme. Mal hier lang. Hummer. Ah, jetzt habe ich's. Boah. Und, ist es eine Doppelkiste? Nee. Was ist drin? Holzkiste. Gut, damit hätten wir auch dieses Geheimnis gelöst. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Die war super extra überzogen, mega lang. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Wiedersehen.